Pflanzen im Winter können ein Farbenfest sein. Wenn dazu noch die Sonne scheint, ist das Bild perfekt. Auf so einen Tag hat Iris Ney gewartet. Endlich stechen die Kornusstauden wie kleine rote Flammen aus dem noch grünen Beet. Genauso hat sie es sich vorgestellt. Zusammen mit einer Kollegin setzte die Gartengestalterin eine Idee um, die es in Großbritannien schon länger gibt. Ein Wintergarten, in dem immergrüne Pflanzen neben solchen mit Beeren, Bäumen und Stauden mit farbigen Rinden ihren großen Auftritt haben. Wir haben in der niedrigeren Ebene die farbigen Kornusse. Das ist hier Annie's Winter Orange, einer der farbkräftigsten, die eben im Winter dann so knallrot werden. Und wir haben oben drüber, um eben auch von noch weiter weg eine Fernwirkung zu bekommen, diese Weiden, Salix alba vitellina, damit die Fernwirkung besser ist hier im Luisenpark, dass man wirklich von weitem schon diesen Winterzauber erleben kann. Diese rote Farbe kommt erst im Winter zur Geltung. Das ist ein Schutz vor der Wintersonne. Eigentlich wie bei uns Sommersprossen vor der Sommersonne schützen. Aber das ist natürlich im Sommer, wenn die Sonne stark ist, nicht nötig. Da ist das Laub der Schutz. Und im Winter ist dann diese Rinde schutzlos ausgeliefert. Deswegen ist besonders die junge, schützenswerte Rinde so rot. Wenn man diese leuchtend rote Farbe im Garten langfristig erhalten möchte, dann kann man den Kornus im Frühjahr immer zurückschneiden, um viele junge Zweige zu bekommen. Die Borke der Mahagonikirsche hat es ebenfalls in sich. Sie häutet sich und funkelt in der Wintersonne. Einen ähnlichen Effekt gibt es auch noch bei anderen Bäumen im Mannheimer Luisenpark. Aus diesem Grund ist Iris Ney gern im chinesischen Garten. Hier steht einer ihrer Lieblingsbäume, eine Kiefer. Die Borke dieses Baumes erneuert sich auch und blättert ab, aber nicht hauchdünn, eher in Form von festen Schuppen. Dieser Baum aus China, Pinus bungeana, eine Kiefer, ist die chinesische Tempelkiefer. Die steht oft in Tempelanlagen, ist ein heiliger Baum. Und das Besondere ist, sie macht diese Camouflage in der Jugend. Und wenn sie älter wird, dann zeigt sie sich und wird weiß. Also so in 100 Jahren wird dieser Baum eine weiße Rinde haben, wie übergetüncht. Beim benachbarten chinesischen Pfeffer wirken im Winter Dornen. Im Wintergarten geht es um Struktur und Farbe, um Schönheit, die sich erst zeigt, wenn das Grün der Blätter nicht mehr davon ablenkt.